Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch eine First Impression zu mehreren Produkten, die ihr auch schon in meinem Haul unter anderem gesehen habt. Dabei ist dieses Make-up hier entstanden. Wenn ihr wissen wollt, was für Produkte ich so benutzt habe und was habe ich zu den Produkten zu sagen, bin ich zufrieden oder bin ich nicht zufrieden, dann bleibt jetzt einfach dran. So, ich habe jetzt einfach die letzten 20 Minuten damit verbracht, alle Pinsel auszupacken, die ich jetzt benutzen möchte von Morphe mit Jaclyn Hill und noch jemandem. Und das hier sind jetzt erstmal alle Augenpinsel, weil ich heute mit den Augen starten möchte. Denn ich benutze heute von Cosmify die eUnity Your Palette, beziehungsweise eine Kollaboration mit mehreren Bloggern. Und da sind auch unter anderem drei ganz liebe deutsche Mädels dabei. Ich verlinke euch natürlich alle Profile unten in der Infobox. Und das ist die Palette, die ich mir jetzt zusammengestellt habe aus allen Farben, die ich bekommen habe. Vielen Dank nochmal, liebe Nadja, dass du mir die komplette Kollektion zur Verfügung gestellt hast. Und ich freue mich schon sehr auf deine zwei Shades. Diese hier werde ich natürlich heute benutzen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Denn bei den matten Farben habe ich mich so ein bisschen bunt gehalten und werde natürlich heute vor allen Dingen dann diesen Ton hier benutzen. Fange ich auch gleich schon mit einem Paint an. Und zwar ist das dieses hier. Das ist ein Acid Rain. Das ist die Collection mit Mimima Mitchell. Und das hier ist die Farbe Blank Canvas. Also, dass man einfach einen sauberen Untergrund hat, um verschiedene Farben aufzutragen. Zum Glück hat die Palette einen Spiegel drin, was ich mega, mega gut finde. Der ist auch wirklich sehr, sehr groß. Und so werde ich das jetzt benutzen. Ach, es ist irgendwie alles hier noch 20 Mal eingepackt. Schlimm. Okay, ist auf jeden Fall eine andere Konsistenz als die P. Louise Base normalerweise. Das hier ist ein bisschen dicker. Deshalb bin ich gespannt, wie ich damit klarkommen werde. Und habe jetzt ungefähr so viel auf dem Pinsel. Der hier ist auch von P. Louise. Der ist extra für die Base geschaffen. Und dann schauen wir doch mal. Ich hole euch mal ein Stück näher ran. So. Also es ist auf jeden Fall eine viel, viel dickere Konsistenz, als wie die Base ist, würde ich jetzt so spontan behaupten, als First Impression. Und a little bit goes a long way. Das ist aber bei der Base eigentlich genauso. Ich muss niesen. Coronavirus. Dann starte ich auch schon mit der Crease und dafür nehme ich diesen lila taupe grauton. Finde ich sehr, sehr schön, genauso wie der auch nebenan. Das ist auch wunderschön. Und das ist die Farbe Hey You. Ombretto Mate, aber leider steht jetzt hier der Influencer nicht mehr mit drauf, also muss ich das googeln. Und dafür nehme ich von Morphe diesen Pinsel hier, das ist der JS8 Pinsel. Und dann machen wir mal den Kickback-Test. Der ist nicht schlecht. Das war wirklich minimal, was darunter kam. So, und dann trage ich mir das auch schon in die Crease auf. Und ja, ist auf jeden Fall gut pigmentiert, lässt sich jetzt im ersten Moment über diesen Shade nichts meckern. Und den verblende ich dann mit dem, was noch am Pinsel quasi übrig ist, einfach nach oben hinweg. Nehmen wir den hier, den JS6 Pinsel und ich mische diese zwei Farben hier, einmal dieses ganz tolle Lila und dieses schöne Pink. Die mische ich ganz leicht, etwas mehr von dem Lila, denke ich, und gebe mir das hier außen hin auf. Und verblende das dann auch in die Crease. Und
Ein Pinsel dafür ist sehr, sehr angenehm. Also wie man sehen konnte, hatte ich bisher wirklich null Probleme mit den Lidschatten. Ich bin echt begeistert. Ich habe von Cosmofy noch keine Lidschatten vorher getestet, beziehungsweise ich habe eigentlich noch gar nichts vorher getestet von Cosmofy. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall eine italienische Marke ist. Und ich war so begeistert, als ich das gesehen habe. Also erstmal die Idee fand ich halt richtig toll, dass sie dafür auch unter anderem deutsche Blogger genommen haben. Hat mir super, super gut gefallen. Dann kommen wir zu dem JH41 Pinsel. Und dann gehe ich in diesen Duochrome Shade hier oben von Nadja. Und der heißt Until Next Time. Und den tragen wir dann jetzt da mit dem Pinsel auf. Und ungefähr so ist die Farbabgabe, also auch nicht so schlecht. Wir machen es jetzt mal ohne ihn vorher nass zu machen. Und den gebe ich dann über mein gesamtes bewegliches Lid. Das ist so ein leichter Duochrome Shade. Der hat so ein lila-pink-rot-Shift, also auch richtig cool. Erinnert mich an irgendeinen Lidschatten, den ich mal hatte. Fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Aber guckt mal hier, wie schön. Nur so weiter weg vielleicht, dass man es besser erkennt. Sehr, sehr schöne Farbe. Und von der Pigmentierung her auch wieder mega gut. Ohne nass zu machen. Und es kommt auch der Duochrome echt gut zur Geltung. Mir gefällt es vor allen Dingen, wenn die Crease-Farbe auf den trifft. Also sehr schön. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ich flippe dann den Brush und gehe dann hier unten in diesen tollen Ton, der sich nennt Malva Visco. Der hier. Und den trage ich einfach nur in der Mitte des Lides auf. Auch super gut pigmentiert. Und zwar hier. Nur um so ein bisschen Helligkeit noch in die Mitte zu bringen. Also auf jeden Fall Nadjas Shade noch im Mittelpunkt eigentlich steht. Zu dem Gesicht. Dafür fahre ich euch wieder ein Stückchen raus. So. Und endlich kann ich ihn testen. Endlich. Ich freue mich schon so doll. Und zwar von Milk, den Milk Vegan Moisturizer. Da wurde ich ja, habe ich euch in meinem Haul schon erklärt, von Kati ganz böse influenced, also Kati-fluenced. Sie schwärmt so von diesem Teil und sie benutzt ihn, glaube ich, in jedem Video, wenn sie ihr Make-up vorher aufträgt. Und es sieht einfach flawless aus. Deshalb musste ich ihn auch haben und teste ihn dann jetzt heute mal. Also so sieht der Pot von innen aus. Könnt ihr hoffentlich irgendwann, weil das Licht so hell ist, sehen, dass es wirklich auch gut voll. Und hier auf dem Ding ist auch noch jede Menge. Und davon werde ich jetzt auch einfach was nehmen. Und zwar ungefähr so viel. Das ist bestimmt zu viel. Verreibt das. Und ich glaube, er hat eigentlich gar keinen Geruch. Und dann werden wir den mal benutzen vorher. Und ich habe ihn eigentlich hauptsächlich wirklich nur, um ihn vor dem Make-up zu benutzen. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich zur Skincare auch zählt. Okay, den lasse ich dann jetzt noch ganz kurz einziehen, weil ich dann gleich zu meinem Primer komme. Und der hat auch, ich sag mal, eine etwas silikonartigere Konsistenz. Okay, also mein Gesicht fühlt sich jetzt eigentlich sehr, sehr gut an, um Make-up aufzutragen. Es ist etwas weicher, aber trotzdem brauche ich einfach den Primer, den ich jetzt auch benutzen möchte, eben weil ich ja so große Poren habe. Und zwar, es ist heute endlich Zeit, von Make-up Obsessions den Pore Perfection Putty Primer zu testen. Er soll ja ein Dupe sein zu dem Tatcha Silk Canvas Primer. Es kam ja auch letztes Jahr, glaube ich, 11 mit einer Version raus und drin ist auch so eine kleine Spachtel.
Und der hat eigentlich gar keinen Geruch. Sind wir mal gespannt. Ich hole ihn jetzt mal mit der Spachtel raus. Erstmal so viel. So viel. Und gebe das mal mit meinem Finger. Ja, hat eigentlich keinen Geruch. Okay, und im Auftrag fühlt er sich schon mal genauso an wie der Silk Canvas. Der hat dann auch so ein... Also für mich fühlt es sich halt an wie Silikon, obwohl natürlich eigentlich kein Silikonprimer ist, glaube ich. Aber wirklich auch so, dass es porenfüllend ist. Und ich gucke mir jetzt gleich mal mein Gesicht an. Also Poren sind auf jeden Fall ausgefüllt, vor allen Dingen direkt auf der Nase. Man hat so ein bisschen ein glänzenderes Finish als mit der mit dem Toucher Primer. Also das hier glänzt etwas mehr. Deshalb bin ich mal gespannt. Seht ihr das? Das hat so einen leichten Glow mit drin. Also nicht so wie bei Toucher, meiner Meinung nach. Ich hatte euch ja gesagt im Haul, dass ich mir zwei Foundations nachgekauft habe. Einmal die Estée Lauder Double Wear und von Fenty Beauty die Soft Matte Foundation. Die hier habe ich wieder in zu hell gekauft. Und die hier dürfte mir ein Tick zu dunkel sein, gerade jetzt am Hals. Obwohl das eine hellere Farbe ist, als die, die ich schon zu Hause habe. Deshalb mischen wir die einfach beide. Für den Primer-Test jetzt sogar froh, dass ich Foundations habe, die ich schon kenne und die für mich funktionieren. Dann mache ich mal mit den Augen weiter, weil dann haben wir das quasi hinter uns. Dann kann ich so ein bisschen abschätzen, wo die Reise hingehen soll. Machen wir mit dem unteren Wimpernkranz weiter. Dafür nehme ich auch so einen kleinen JS12 Pinsel. Und da mixe ich eigentlich alle drei matten Farben, die ich jetzt schon benutzt habe. Diese da. Und trage die einfach so unten auf. So, und für den inneren Augenwinkel nehme ich diese Farbe hier, die ist von der lieben Krawall Bambi auf Instagram, das ist die Farbe Niki und den trage ich im inneren Augenwinkel auf. Ich könnte wahrscheinlich jetzt meinen Look zerstören, aber ich habe Bock auf den. Das geht. Ich finde es cool. Sie hat den auch als Highlighter schon genutzt, das fand ich auch geil. Aber das traue ich mich jetzt heute dann doch nicht. Also dann kommen wir dann nur noch zu Mascara und den Lashes. Das machen wir aber dann auch am Gegenende. Ja, und dann kommen wir jetzt wieder Sorry Leute, die Kamera war wieder aus. Ich habe keine Ahnung, ob man die Seite schon gesehen hat, aber so sieht das jetzt gerade aus mit dem Bronzer. Ich bin sehr zufrieden, also kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, er ist patchy oder irgendwas. Auch mit dem Pinsel habe ich kein Problem, ihn aufzutragen, obwohl der ja neu ist und ich den quasi noch nicht kenne. Also das klappt sehr gut. Ich vermute es einfach anhand vom Namen. Ich habe jetzt das auf der Homepage nicht nochmal durchgelesen, dass er so ist wie das Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Puder. Denn an den Stellen, wo ich den Bronzer habe, sieht das so ein bisschen geairbrushed aus. Also etwas besser einfach. Ich nehme jetzt mal noch so einen angeschrägten Pinsel von ihr. Das ist der JH
04 Pinsel für das Näschen. Ihr wisst, ich brauche da auch immer etwas Bronzer. Ich finde den toll. Das sieht wirklich so natürlich aus. Ich hoffe, dass das in der Kamera auch so rüberkommt. Mega. Mega. Charlotte. Good job. Blushes, die ich mir gekauft habe. Und die habe ich bei Kathleen Lights gesehen. Das sind zwei Essence Blushes. Die habe ich mir bei der DM bestellt. Einmal ein Satin Blush und einmal ein Matte Blush. Von dem Satin hatte ich schon eine andere Farbe mal. Das hier ist die Farbe Coral. Hat so ein bisschen ein Sheen mit drin. Und die matte Farbe heißt Berry. Und ich glaube, dass ich die heute eher benutzen werde für die Augen. Dass das besser passt. Und dafür möchte ich einen Pinsel nehmen, ach, den ich schon so lange haben wollte. Und zwar den hier. Das ist von Jaclyn Hill, der JH06 Pinsel. Und mit dem gleitet sie immer so über ihre Wangen. Und sie zum Beispiel trägt den auf mit dem Puder von ihr, das so ein bisschen illuminierend ist. Oh ja. Und das wird dann einfach so softer, also das ist wie so ein Wash of Color. Mega schön. Und ich wollte den schon so lang haben, den Pinsel. So, dann mache ich mir noch schnell meine Augenbrauen. Also das mache ich aber, denke ich, off camera. Und dann bin ich gleich wieder da. So, Augenbrauen sind drauf. Und ich habe schnell noch Mascara aufgetragen. Und da hatte ich hier auch zum Testen von Too Faced die Damn Girl Thick Mascara. Ja, sie sind schwarz und süß und so. Aber ich glaube, Thick ist einfach nur das Bürstchen mit gemeint. Schaut euch mal an, was das für eine Bürste ist. Und jetzt guckt mal im Gegensatz zu meinem Auge, wie fett die ist. Ich musste das so weit weghalten, damit ich nicht an mein Lid komme, dass das jetzt kaum richtig getuscht hat. Also die kann ich für Leute mit kleinen Äuglein, so wie bei mir, nicht empfehlen. Sorry. Ach, so gespannt bin und ich glaube, das wird einfach so lustig. Und zwar von MAC Lashes, magnetische Wimpern im Style Honey. Die sehen so aus. Ich bin sehr gespannt, weil ich das einfach noch nie gemacht habe. Ich habe da keine Ahnung von. Ich glaube, man muss oben zuerst drauf sitzen und dann unten dagegen klacken, diesen kleinen. Ich werde mir jetzt aber noch mal schnell ein Video angucken. So machen wir das jetzt einfach. Okay, das ist tatsächlich noch schlimmer als befürchtet. Man braucht beide Hände dafür. Ich schaue mal schnell, ob ich noch einen großen Spiegel hier hinstellen kann. Von der Länge her. Könnte klappen. So, man soll mit einer Hand die Wimpern halten und mit der anderen von unten mit dem magnetischen Teil kommen. Erstmal üben und dann trage ich jetzt andere Lashes auf. Okay, das hat sich jetzt auf jeden Fall miteinander verbunden. Aber nicht unter der Wimper, sondern auf der Wimper.
Das wird nichts. Das muss ich üben, Leute. Dann nehmen wir dafür die Lashes von FBI Beauty im Style Miami. FBI Beauty habe ich euch schon in meinem Haul erzählt. Ist von einem guten Bekannten von mir und ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Er hat ganz tolle Wimpern kreiert. Das hier ist der Style, der mich am meisten anspricht oder der, ich sag mal, mich ausmacht. Und solange die noch so ein bisschen antrocknen, weil ich dann die gleich zusammenpressen werde, tragen wir den Highlighter auf, beziehungsweise ich sette mein Gesicht schnell. Und dann benutze ich von Fenty den How Many Carats Diamond Highlighter. Ich liebe den Highlighter so sehr. Okay, aber I feel it. Dann kommen wir zu den Lippen. Da habe ich ein neues Produkt und zwar von Pixi bekommen. Das ist der Lip Plumping Gloss in Petal Eyes. Und der soll halt so ein bisschen die Lippen aufplustern. Da habe ich ja schon zum Beispiel den Extreme von Too Faced und ich finde den mega gut. Und dann tragen wir den hier mal auf, in der Hoffnung, dass die Lippen sich ein bisschen aufplustern. Also er riecht auf jeden Fall oder schmeckt auch nach Minze. So wie der von Too Faced. Runter. Und dann habe ich einen neuen Kylie Liquid Lipstick in der Farbe Libra. Und das ist so ein richtiges Grau-Nude, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr nude. Und wenn der trocken ist, möchte ich noch einen Gloss drüber geben. Und zwar auch einen, den ich von Pixi bekommen habe. Und zwar ist der in Kollaboration mit Chloe Morello in der Farbe Parfait. Und ich glaube, der könnte ganz cool zum Augenlook passen. We love a tote Lippe. Leute, ich glaube, dann wäre ich fertig. Nach 2 Stunden habe ich es geschafft. Okay, ihr Hübschen, das waren jetzt alle Produkte, die ich neu zur Verfügung hatte. Ich habe auch ein paar dabei gehabt, die ich schon kannte. Unter anderem, wie gesagt, die 2 Foundations. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Zuallererst haben wir benutzt den Lidschatten und zwar von Cosmofy und der Blogger-Generation. Diese hier habe ich mir jetzt aus all den Farben, die ich bekommen habe, zusammengestellt. Ich werde das aber alles, denke ich, noch in eine andere Palette schieben, dass ich alle Farben zusammen habe. Und ja, das ist der Augenlook, der dabei entstanden ist. Ich finde ihn richtig cool. Vor allen Dingen, wie gesagt, den Duochrome Shade von Nadia. Der ist wirklich richtig schön. Ich finde es auch gut, dass ich mich getraut habe, das Mintgrün zu benutzen von Caval Bambi. Und bin echt happy damit. Ich kann euch sagen, die waren wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Ich hatte keine Probleme, dass sie patchy waren oder irgendwie Probleme. Ihr habt doch gesehen, dass ich den Duochrome Shade mit einem Echthaarpinsel wirklich sehr, sehr gut auftragen konnte, ohne Probleme. Ich musste ihn nicht anfeuchten. Er hat wirklich einen großen Shine-Impact auf mein Augenlid gehabt. Also wirklich sehr, sehr schön.
Freue mich auch schon sehr auf alle anderen Shades, vor allen Dingen auf das Blau hier unten auch von Nadine, von der lieben Lifts Beauty. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass die liebe Nadja mich angeschrieben hat, ob ich ihre Lidschatten testen möchte und beziehungsweise ob ich die ganze Kollektion haben möchte. Und darüber habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank nochmal, Nadja. Ich werde natürlich noch weitere Looks mit der Palette auf Instagram schminken. Ihr wisst, das seht ihr da immer alles nochmal von mir. Dann kommen wir zu dem Milk Vegan Moisturizer. Ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, ist das die Kombination aus allem oder liegt es an Ihnen hier, aber meine Haut sieht einfach unglaublich toll aus. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dass ich so einen leichten Sheen selber noch drin hatte. Man kann es vielleicht auch auf der Stirn noch erkennen, obwohl ich mattierende Foundations benutzt habe. Ich glaube aber, dass in Kombination mit dem Make-up Obsessions Potty Primer diese zwei wirklich eine sehr, sehr gute Grundierung ergeben haben, dass die Base einfach stimmt. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie die Haut aussieht. Also kann ich nichts sagen. Finde ich echt mega gut. Ich glaube, der kostet weniger als 10 Euro oder so. Ich muss nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, ich verlinke euch wie immer alle Produkte unten in der Infobox. Ihr findet da jede Menge Produkte aus dem Video jedes Mal. Und ja, den werde ich natürlich jetzt noch weiter testen unter meinem Make-up und vor allen Dingen auch unter meinem Tages-Make-up. Halte euch da auch auf dem Laufenden. Foundation gehe ich jetzt nicht großartig drauf ein, dass man, wie gesagt, diese zwei Foundations hier, einmal von Fenty und einmal die Double Wear von Estee Lauder, die ich aber ja auch schon kenne und liebe. Ja, dann alle möglichen Pinsel von Morphe waren wie immer von Morphe sehr, sehr gut. Ich habe nichts zu beanstanden. Ich habe mich vor allen Dingen so sehr auf diesen Pinsel hier gefreut von Jaclyn Hill. Der JH06, den kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr den einzeln kaufen möchtet, weil das hier für Blush einfach ein Traum war. Man kann wirklich seine Wange einfach nur so leicht streicheln damit. Also sehr, sehr schön. Ich liebe vor allen Dingen ja das Case, wie ihr wisst. Ja, von den Acid Rains von P. Louise habe ich jetzt außer Blank Canvas keine getestet. Aber man merkt auf jeden Fall einen Unterschied zu der P. Louise Base. Denn das ist alles nicht so nass, wie es ist mit der P. Louise Base, sondern dass diese Acid Rains sich doch schon etwas mehr wie eine mattierende Creme dann am Ende werden. Und wie ihr seht, ich habe auch kein Creasing oder irgendwelche an irgendwelchen Stellen, wo der Lidschatten nicht dran hält oder so. Hat alles gut funktioniert. Yo, der Bronzer von Charlotte Tilbury. Big thumbs up. Also ich finde den so, so gut. War wirklich jetzt sehr begeistert. Auch von der Farbe her. Es passt, denke ich, ganz gut zu meinem Hauttyp, zu meinem Haaren, obwohl die natürlich wieder fast blond sind. Aber es passt, denke ich, sehr, sehr gut. Kann ich euch leider empfehlen, denn er ist natürlich etwas teurer, aber er ist den Hype auf jeden Fall wert, der um ihn entstanden ist. Er sieht wirklich sehr, sehr schön aus, hat sich ganz toll auftragen lassen, war nicht patchy oder wurde beim Ausblenden fleckig und hat sich nicht ins Nichts verblendet. Also das kann ich wirklich sagen, das war ein sehr, sehr schöner Bronzer. Ja, was haben wir denn hier noch liegen, was neu gewesen ist? Die MAC Lashes. Ja, ist die Frage, ich werde das natürlich üben, aber ob ich dafür die Geduld habe, weil ich fand das jetzt natürlich am Ende nicht so schnell, wie wenn ich diese Wimpern aufgetragen habe. Also ich fand das sehr, sehr umständlich. Vor allen Dingen das Blöde ist, man muss es wirklich üben, weil wenn das vorher zusammenschnappt, dann habt ihr das vorne an den Wimpern hängen, anstatt hinten am Wimpernkranz, also da, wo die Wimpern wirklich rauskommen. Ja, also für mich jetzt gerade einfach ein Produkt, wo ich sage, hey, ich brauche das nicht wirklich, weil ich muss da sowieso erstmal mit üben. Also, aber dafür kann ich euch, wie gesagt, die FBI Lashes sehr empfehlen von Belk. Und ja, das ist der Style Miami. Und das ist einfach der Style, den ich am meisten liebe. Das ist der Style, der mich ausmacht. Ich habe immer das Gefühl, das passt so zu meinem Augenlid am besten. Ich mag das, dass man noch so ein bisschen die Lidschatten durchsieht, dass es nicht zu sehr zu ist. Ja, also ich fand ja schon die Better Than Sex Mascara zu wuchtig, also vorne das Bürstchen. Ich habe das eine Zeit lang sehr geliebt, aber da habe ich mich noch nicht so durchgetestet durch verschiedene Mascaras und kann euch aber hier sagen, no. Also
Ich kann das einfach nicht leiden, wenn die Mascara-Bürste dann so gegen mein Augenlid kommt und dann habe ich da alles voll Mascara. Das mag ich einfach nicht und deshalb war die für mich leider nix. Ja, ihr Lieben, das waren dann auch eigentlich schon so alle neuen Produkte. Ich drehe morgen auf jeden Fall noch ein First Impressions Video für euch und zwar zu der Nabla Miami Lights Collection. Die hat mir ja die liebe Kati vom Kanal Contra Junkie zugeschickt. Danke nochmal Maus, dass ich das drehen darf. Und wie gesagt, das Video kommt, beziehungsweise ich drehe es morgen und ihr seht es dann wahrscheinlich am Donnerstag oder so. Ich hoffe doch sehr, dass der Look euch gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, was ihr zu den Produkten zu sagen habt. Habt ihr davon welche oder wollt ihr davon welche? Wie ist eure Erfahrung mit den Produkten? Und falls du mich da schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest und auf meinem kleinen Kanal dabei bist. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Ich hab euch lieb. Mua. Tschüss. Macht's gut. Thank you.